Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Schaffen wir es da hoch? Ich weiß es nicht. War ein sehr knapper Scheiß. Jetzt ist eine Tür auf. Wer hat mich gesehen? Oh. Ja. Kein Problem. Wo muss ich hin? Oh fuck. Ah, schnell, schnell, schnell. Sequenz. Wow, das wird hoch. Ja, das war ich. Oh, echt jetzt? Gott. Ah, jetzt könnte der hoch. Ah, ich verstehe das nicht. Scheiße. Huchala. So, der ist hoch, der ist hoch. Hund hat sich gerade umgedreht.
Ich glaube, ich muss höher erstmal. Jetzt müsste ich hier noch. Entschuldigt, dass ich die ganze Zeit nicht rede. Ich bin total abgelenkt. Ah, hier ist noch was. Ich muss immer zu der rüber. Ach, jetzt muss ich wieder da runter. Jo. So. Muss ich noch weiter nach oben? Jep, noch weiter. Auf WKZ. Na, Gott sei Dank. Ich bin gespannt. Boah, ist die wahnsinnig. Boah, wie kann man da sitzen? Oh, voll auf Kehle, ey. War doch Kehle, oder? Ich hab's. Mission abgeschlossen. Das steht als nächstes an.
Hut zur Garderobe hinzugefügt. Hör auf, meine Mails zu ignorieren. Du warst doch mit mir da. Du hast gehört, was Cole gesagt hat. Er hat im Grunde zugegeben, dass er auf Kinder steht. Ist mir egal, wer seine Freunde behauen sind. Wir müssen zur Polizei gehen. Ui. Krasser Scheiß. Ihr bemerkt bestimmt, dass ich ab und zu. Moment. Dass es ab und zu so kleine Cuts gibt. Und soll ich das daran, dass ich Angst habe, dass mir das Spiel abschmiert während einer Aufnahme? Moment. So, oh, ich kann. Stimmt nicht ganz. Neutralisieren? Nee. John Zoller. Sola. Ui, die nehmen den richtig in den Mangel. So sah das bestimmt bei mir auch aus. Was kann ich jetzt mit. So, wo bin ich stehen geblieben? Oh, mein Gott. Hier kommt irgendwas auf mich zu. So, ihr habt bestimmt kleine Cuts gemerkt. Und zwar liegt das, da liegt das daran, dass ich ab und zu mal in der Aufnahme halt mal die Aufnahme stoppe und dann wieder anmache, damit es nicht zu lang ist mit der halben Stunde. Denn wenn das Spiel nämlich wieder abschmiert, dann gehen mir nur 15 Minuten verloren und die kann ich wieder nachspielen. Also, oder eher gesagt, die kann ich nicht nachspielen, sondern da ist es nicht so schlimm, wenn die verloren gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in einer wichtigen Mission sind. Weil ich musste ja beim ersten Mal, musste ich ja das nochmal nachspielen, weil direkt, ich glaube, bei der zweiten Folge ist mir direkt das Spiel abgeschmiert, 30 Minuten verloren gegangen und mitten in der Hauptmission. Und das war Kacke. Also ich habe die Hauptmission angefangen, habe sie beendet und die ganze Aufnahme war futsch. So, jetzt werde ich das natürlich nicht nochmal nachspielen, weil ich schon viel zu weit bin im Spiel. Daher aber diese kleinen Cuts, weil 15 Minuten, die verloren gehen von der Hauptmission, sind nicht so schlimm, wie wenn die ganze Hauptmission eine halbe Stunde verloren geht. Nur damit ihr euch nicht wundert und damit ihr Bescheid wisst. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Dann gucken wir mal. Erstmal geben wir ein paar Punkte ab hier. Ich habe schon 18 Punkte. Ui, 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 ui.
So, hier war ich noch nicht Bootnet abgehängt. Ja, das könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Dann haben wir mehr Dingens. Bootnet Upgrade. Ja, definitiv ist gut, weil desto mehr Sachen können wir dann hacken. Nee. Oh, das war's schon. Na gut, immerhin etwas. Was haben wir denn hier? Home-Eindringling. Spiegelglas. Oder immer online. Ach ja, das war das mit ihrer Nichte. Hacke dich in den Cindy Nonstop Streams. Sitaras Nichte betreibt einen 24-Stunden-Stream namens Cindy Nonstop. Sie glaubt, dass ihre Geräte zu 100% sicher sind, doch ihr droht Gefahr von Online-Sexualstraftätern. Wenn wir nicht einschreiten, wird es jemand anderes tun. Machen wir. Wo bist du? Oh, sollen wir uns mal ein Auto kaufen? Ich weiß gar nicht, was das kostet. Wir können jetzt hier einkaufen gehen. Ich klau lieber. Der ist doch cool. Ich bin aus dem Auto gesprungen, was ich nicht tun wollte. Na, ich hätte auch gern mal eine Käseplatte. Dann wollen wir dich mal ein bisschen ärgern, Cindy. Gott, ist die Alte fertig, ey. Oh Gott. Und jetzt? Triff Sitara und die anderen im Hackerspace. Es gibt Probleme im Hackerspace und du musst schnell herausfinden, was vor sich geht. No, noch nicht.
Home-Eindringling, hacke dich in Cole Langs Apartment. Jetzt, nachdem die kompletten Details von perverse Cole veröffentlicht wurden, ist es Zeit, ihm etwas von seiner eigenen Medizin zu verabreichen. Definitiv. Oh, so lange möchte ich aber nicht fahren. Ah, da gibt's nichts in der Nähe, ne? Ich möchte auf jeden Fall nicht so lange fahren. Das ist blöd. Oh! Oh, oh, oh. Ah, Motorrad. Es ist einfach schneller. Und ich kann es definitiv besser fahren. Und Dobby ist schon wieder ein Dobby, 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 Dobby. Oh mein Gott. No. Oh. Und immer mein Baby. Oh. Die Kurve nicht gekriegt. Oh, hallo? Aha. Wie soll ich hoch? Jetzt kann man nicht auf die Mülltonnen klettern. Wie unrealistisch ist das denn bitte? Na gut, dann halt so. Lass uns mal was sehen, Cole. Boah, ekelhaft. Oh, ist das ekelhaft. Boah. Edge. Perverses Schwein. Der hat eine Frau. Oh mein Gott. Schlimm ist es meistens, dass diese Leute dann auch noch selber Kinder haben, ne? Ja. Hm.
Oh Gott, der arme Hund. Ich muss den retten. Schadenfreude. Geschäftsführer von Home demütigen. DedSec hat einen Tipp erhalten, wo Steven Bader Meister der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung trainiert. Wäre es nicht großes Pech, wenn ein Fail-Video von seinem Training geleakt und ein Online-Hit werden würde? Kein Problem. Na, die ist aber ein bisschen spät dran, ne? Was kann ich denn alles hacken? Ah, das macht voll Spaß, ey. Geil. Oh, schön, schön, schön. Wow, Alter. Sag mal, warum schlägst du mich? Bist du behindert, ey? Okay. Wichser, ey. Okay, meine Lieben, ich muss eh Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.